Hi, ich bin Martin. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal hier ein weiteres Mal und ich möchte mit diesem Video hier ein bisschen eure Kreativität fördern und wir gucken uns heute mal alle Programmpakete an, Wir gucken uns heute mal die Programmpakete an, die in der Maker-Szene relevant sind. Und wir spezialisieren uns in diesem Teil hier auf Vektorprogramme. Ich habe eine Liste erstellt mit ein paar Punkten, die wir vergleichen. Unter anderem Preis, Handling, Funktionsumfang, Tutorials, also die Verfügbarkeit von Tutorials und so weiter und so fort. Und anhand dieser Liste werden wir die Vektorprogramme dann einordnen. Mit Vektorprogrammen kann man Vektoren erstellen. Und Vektoren sind letztendlich mathematische Beschreibungen für Kurven. Diese werden benutzt, um halt in unserem Fall hauptsächlich Maschinen zu steuern. Der andere Vorteil, den diese Programme haben, sind, dass man, wenn man zum Beispiel ein Design erstellt oder ein Logo, dass man es unendlich, weil es halt mathematisch beschrieben ist, dass man es unendlich rein- und rausskalieren kann, zoomen kann. Und man kann es in einer Broschüre veröffentlichen, in einer Zeitschrift oder auf einem riesigen Poster oder einer Leinwand und man hat keine Artefakte wie bei einer Pixelgrafik. Und wenn man die im Photoshop reinscrollt, dann kriegt man Artefakte, die man nicht möchte. Das ist unter anderem ein Grund, warum es Vektorprogramme gibt. In unserem Fall ist es schön, dass wir mit Vektoren Maschinen steuern können. Ganz vielen von euch ist bewusst, was ADWorks ist. Ein Programm zur Steuerung eines Lasers. Dieses Programm enthält Funktionen, Anfängerfunktionen, Amateurfunktionen zur Erstellung von Vektoren. Und man kann Rechtecke erstellen, man kann Dreiecke erstellen, man kann Muster erstellen, man kann Pfade erstellen, man kann Knoten aufbrechen, man kann Knoten zusammenfügen. Das sind so die Funktionen, die man elementar braucht, um mit Vektoren klarzukommen. Wie ihr schon gesehen habt, vergebe ich in den Kategorien Doppelplus, Plus, Null und Minus. Und ADWorks würde in der Kategorie Bedienbarkeit von mir ein Doppelplus bekommen. Es gibt aber Fehler, grundsätzliche Übersetzungsfehler, so ein paar Steuerungsfehler. Manchmal funktionieren Buttons nicht oder die sind gar nicht übersetzt und deswegen kriegt es von mir nur ein Plus. Verfügbare Tutorials im Hinblick auf englische und auch deutschsprachige Tutorials. Ich habe mal welche gemacht, aber sie sind rar gesät. Ich gebe mal eine Null. Ja, und zum Preis, das wissen alle, es ist kostenfrei verfügbar, es ist nicht kostenlos, die Software ist nicht Open Source. Wie eine andere Software, die ich später vorstellen werde, aber man braucht keinen Dongle, man kann die Software einfach runterladen, bevor der Laser da ist, kann man schon damit rumspielen. Nice. Fehlt nur noch ein Punkt auf meiner kleinen Vergleichsliste, der Punkt Vektorisierung. Und ich habe mich dazu entschieden, dieses Video zu einem Zweiteiler zu machen. Das heißt, im nächsten Teil werden wir uns nur um die Vektorisierung kümmern. Wir werden ein Bild nehmen, ein Vergleichsbild und durch alle Programme gehen und das vektorisieren, sodass wir mal einen guten Vergleich und eine Übersicht haben. Denn es ist zu einfach und zu trivial, jetzt zu sagen, ja, das ist vielleicht gut, das ist nicht, ohne dass man überhaupt richtig was sieht. Das proprietäre Pendant, das heißt die kostenpflichtige Alternative dazu, ist Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ist meiner Meinung nach das mächtigste aller Vektorprogramme und es liegt an zwei Sachen. Die erste Sache ist der unendliche, der enorme Funktionsumfang, bei dem sich Anfänger und auch sogar ich teilweise erschlagen fühlen. Und auf der anderen Seite, dass andere sehr mächtige Werkzeuge sind, die Tutorials, die im Internet in allen möglichen Sprachen existieren. Nice! Vereint man diese beiden Punkte, kommt man zu einem unglaublichen kreativen Output. Zum Preis von Illustrator. Die Software gibt es im Abo-Paket für 24 Euro im Monat. Oder man nimmt die komplette Creative Cloud, das heißt alles von Adobe, After Effects, Illustrator, Photoshop, InDesign, alles was man braucht, Lightroom und bezahlt dafür dann 60 Euro im Monat. Zur Kompatibilität kann ich sagen, es gibt die Möglichkeit .ai, also Adobe Illustrator Files, raus zu exportieren, also einfach zu speichern und im ADWorks zu öffnen. Man kann .dxf und .eps-Files raus exportieren und im Adobe Illustrator öffnen. Und man kann sogar, das habe ich vor kurzem erst gesehen und noch nicht ausprobiert, ein Plugin von ADWorks in Illustrator installieren, ein Makro. Das muss ich auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und kompatibilitätstechnisch ist für mich alles erfüllt, deswegen gibt es 2+. Und viele Nutzer, die keine Grafiklogos erstellen oder Designs erstellen professionell, die damit nicht professionell arbeiten, sondern ein Vektorprogramm brauchen, um, wie gesagt, zum Beispiel ein Gerät zu steuern, die sind nicht bereit, für so ein Programm mit so einem Funktionsumfang so viel Geld auszugeben. Deswegen gibt es eine kostenfreie Alternative, die sogar noch einstiegsfreundlicher ist. Und die nennt sich Inkscape.
Und Inkscape ist sowas wie, meiner Meinung nach, AdiWorks Plus. Es kann alles, was AdiWorks kann, und es kann noch viele Sachen besser und leichter. Sachen, die mir in den Kopf kommen, speziell für Gerätesteuerung, sind, dass man zum Beispiel Objekte klonen kann. Das heißt, dass man 15, 20 gleiche Objekte hat, man bearbeitet ein Objekt und alle anderen Objekte, die geklont sind, verändern sich. Das ist schön zum Beispiel in der Produktion von Kartenpatches. Der Reiter Pfade, was es da drin alles gibt. Es gibt Boolsche Operationen, die multiplizieren, dividieren, subtrahieren, addieren, es ist alles möglich. Wir können sogar eigene Pfadeffekte hinzufügen. Ich mache euch hier mal ein Beispiel. Ihr könnt Pfade mehrfach multiplizieren und dann den Faden ein 3D-Gitter zufügen und die Pfade dann ineinander verziehen. Absolut Wahnsinn, das nennt sich Gitterverformung. Man kann eine Gitterverformung durchführen. Dann für euch zum Beispiel interessant, das sind vielleicht auch viele Techniker hier, viele Ingenieure, so wie ich. Es gibt eine Erweiterung, die nennt sich Zahnräder. Man gibt einfach ein, was man für Zahnräder haben möchte, wie viele Zähne man haben möchte, welches Modulo, und dann kann man ein Zahnrad erstellen. Das geht per Klick in Sekunden. Gucken wir mal, wie lange ich dafür brauche, und timen wir mal ab jetzt. Habe ich euch überzeugt? Super. Link ist in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Runterladen, einfach mal ausprobieren. Ich mache demnächst mal ein kleines Beginner-Tutorial dafür und dann haben wir Inkscape praktisch als ein weiteres Tool an unserem Werkzeuggürtel. Viel geredet. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, möchte ich euch bitten, Interaktion, Video liken, Spaß. Nein. Gibt es Software, die ich in dem Video vielleicht nicht erwähne, die ihr kennt, von der ihr denkt, dass sie gut ist? Schreibt einfach nur die Software in die Kommentare, ihr müsst noch nicht mal Hallo oder Tschüss sagen. Ich gucke mir die dann an und ich lerne was dabei und vielleicht kann ich dir dann auch dann demnächst mal vorstellen, wenn sie gut ist. Meine Füße schlafen gerade ein. Bleiben noch die Punkte Tutorials und Kompatibilität. Tutorials würde ich ein Plus geben. Es gibt ein paar Tutorials, im Deutschen wird es schwer, aber sie sind vorhanden. Auch keine guten, wie zum Beispiel bei Illustrator, aber man kann mit denen, die verfügbar sind, arbeiten. Kompatibilität, da gibt es nicht viel. Es hat kein extra Plugin und ich würde sagen, der Weg, den man geht, ist in .dxf speichern und dann in AdiWorks zur Maschinensteuerung öffnen. Also ein Vektorprogramm im .dxf-Format speichern. Der klassische Weg. Corel, 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 Corel. Ich habe Bauchschmerzen, euch Corel zu empfehlen. Gebt mir paar Minuten, um euch zu erläutern, warum, und dann könnt ihr entscheiden, ob die Bauchschmerzen gerechtfertigt sind oder nicht. Corel an sich ist ein gutes Programm, aber ich habe Schwierigkeiten mit der Unternehmenspolitik. Und wenn ich, es könnte die beste Software der Welt sein, wenn die Unternehmenspolitik scheiße ist, dann nehme ich lieber die zweitbeste. Und ich stelle das Argument nicht einfach so in den Raum, sondern ich zeige euch mal, warum ich das denke. Wer ein bisschen Recherchearbeit betreibt, und damit meine ich die Wikipedia-Seite von Corel lesen, der wird herausfinden, dass hinter dem Unternehmen ein Finanzinvestmentunternehmen steht. Das heißt, ein Unternehmen, was nur auf Gewinn aus ist und Rendite machen möchte. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele, warum. Fangen wir mal an mit CorelDRAW als Grafikpaket. CorelDRAW wird als Grafikpaket für einen Preis, über den ich gleich noch rede, gebündelt mit 5 klassischer Software. Nur Müll. Es gibt halt tausende von Cliparts damit bei und jeder weiß, wer Cliparts in seinem Paket verkauft, hat eigentlich nichts zu verkaufen. Es wird künstlich aufgebläht. Und Sachen, die wirklich elementarer Bestandteil im Programm sind, wie in CorelDRAW halt dieser PowerTrace, der Vektorisierer, die werden als Zusatzoption bzw. als im Programmpaket enthalten angegeben. Das ist okay, aber wenn man sich auskennt, dann weiß man, dass CorelDRAW ohne diesen PowerTrace-Vektorisierer eigentlich gar kein CorelDRAW wäre. Also um meinen Kritikpunkt nochmal zusammenzufassen, ich bemängele, dass CorelDRAW nicht als eigenständige Software CorelDRAW verkauft wird, sondern dass man ein Paket schnürt als Grafik-Suite, wo wirklich nur Schmutz drin ist. Nächste Sache sind die Updates. Naja, wenn dahinter ein Investmentunternehmen steht, was auf Margin, auf Rendite aus ist, dann reduziert man natürlich die Entwicklungskosten. 2018, 2019, 2020, all den Fortschritt kann man auf der Website sehen, ich zeige euch das mal hier. Und da werden solche schönen Sachen angepreist, wie dass man die Optionen in der neuesten Version geändert hat. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist nur heiße Luft. Und wenn man mal die Reiter öffnet, die nicht standardmäßig geöffnet sind und sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, dann sieht man, dass sich eigentlich kaum was verändert hat, außer ganz kleine Sachen. Ja, wenn man das alles mal als Paket zusammenschnürt, dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was da für ein Unternehmen hintersteht. Wenn du das Video guckst und auf deiner Uhr steht 2030, wird es meiner Meinung nach Corel wahrscheinlich nicht mehr in dieser Form geben.
Denn so wird man nicht konkurrenzfähig bleiben. Und eigentlich hat es die Software CorelDRAW nicht verdient, weil vom Funktionsumfang würde ich sagen, dass es fast schon auf dem Niveau vom Illustrator ist. Das heißt, wir liegen hier deutlich über den vom Inkscape mit den ganzen Zeichenwerkzeugen, die zur Verfügung stehen. Nice! Aber auf der anderen Seite, und das ist auch wiederum positiv, liegen wir bei der Bedienbarkeit auf dem Niveau von Inkscape, was meilenweit vorm Illustrator ist, was zusammen einfach super stark ist und deswegen gehört dieses Programm auch in die Liste. Und aufgrund der angesprochenen Ignoranz des Marketings von CorelDRAW gibt es beim Tutorials auch nur ein Plus. Es sind ein paar verfügbar, mit denen kann man arbeiten, die sind aber nicht so toll wie die Illustrator-Tutorials, die da draußen existieren. Zum Beispiel versuche ich hier so diese so eine Wolke zu malen und ich bin mit meiner Maus abgerutscht. Ist das kein Beinbruch? Denn mit gedrückter Shift-Taste, upsa, oh, das war jetzt, ich darf die Maus nämlich nicht loslassen zwischendurch. Also nochmal. Und der letzte Punkt, die Kompatibilität liegt auf einem Niveau wie Adobe Illustrator. Man kann Sachen im CorelDRAW, das habe ich selbst schon probiert, designen, wenn man das Makro installiert hat. Und sobald das fertig ist, drückt man auf den Knopf und dann wird das direkt im ADWorks geöffnet. Also es ist perfekt. Und man kann natürlich auch das klassische Vektorformat .dxf speichern. Und deswegen muss ich hier sagen, wenn man sich mal die Liste anguckt, dann stellt man fest, dass CorelDRAW eigentlich Stärken von Inkscape und von Illustrator vereint, aber zu einem Preis, der nicht cool ist, Mann. Nicht, wirklich nicht. Oh no! 5 Punkte. 4, 6 Punkte. 6 Punkte. 7 Punkte. Das sind 7 Punkte, aber hier ist ja auch ein Minuspunkt bei. Das heißt, Illustrator, Inkscape und CorelDRAW kommen alle auf 6 Punkte. Okay, kommen wir zum Fazit. Wie erwartet, ADWorks auf Platz 4. Geringster Funktionsumfang, aber es ist halt zur Lasersteuerung da und ein gerechtfertigter 4. Platz. Ich denke aber, wenn man nicht selbst konstruiert oder designt und die Vektordaten im .dxf-Format zum Beispiel oder im .ai-Format von jemandem zugespielt bekommt, dann ist es doch völlig legitim, ADWorks zu benutzen. Möchte man aber selbst gestalterisch tätig werden oder selbst Sachen designen oder entwerfen, dann muss man eins der vorgestellten Programme nutzen. Und lustigerweise, also der Test ist nicht ganz umsonst, aber sie belegen alle 3 den 1. Platz mit jeweils 6 Punkten. Mir zeigt das ein paar Sachen. Die erste sehr, sehr wichtige Sache ist, wir haben den Test nicht umsonst gemacht. Jedes Programm hat in seinen Bereichen Funktionsumfang, Kompatibilität, seine Stärken und seine Schwächen. Und wenn alle sich den 1. Platz teilen mit jeweils 6 Punkten, dann habe ich das Gefühl, dass das Zünden an der Waage doch der Preis ist. Und dann müssen sich Illustrator und CorelDRAW mit dem freien Inkscape messen. Also mein persönlicher Gewinner, Inkscape, weil es frei ist. Ihr müsst es selber entscheiden. Ihr habt die Liste gesehen und könnt jetzt ja selbst abwägen, was gut ist und was nicht. Und ich habe es nicht geplant, aber wir haben die Vektorisierung herausgelassen. Das heißt, Rastergrafiken in Vektorgrafiken umzuwandeln. Und jedes der Programme, auch ADWorks, kann das. Und wenn sich Illustrator, CorelDRAW und Inkscape den 1. Platz teilen mit der gleichen Punktzahl, dann kommt es wirklich darauf an, wer kann am besten vektorisieren. Und im nächsten Video sehen wir das. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es wird mich freuen, wenn ihr längerfristig dabei bleibt durch ein Abonnement, wenn ihr das Video bewertet. Vielen Dank an alle Patreons. Ich sag tschüss, freut euch auf das nächste Video. Es hat Bezug zu diesem, wir werden uns zu Tode vektorisieren. Referenzbild nehmen, durch alle Programme durchvektorisieren. Eine Aussage treffen, wiederum mit der Scoreliste hier. Die werden wir mit einbeziehen und dann können wir einem Programm, einem Vektorprogramm in der Maker-Szene die Krone aufsetzen. Tschüss.